wissen wir eigentlich, ob Messergebnisse richtig sind? Ganz einfach. Messgeräte werden mit einem vordefinierten Material, dem Referenzmaterial, kalibriert und überprüft. Die Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung bietet mehr als 400 verschiedene Referenzmaterialien an. Diese reichen von Knäckebrot bis zum Industriestahl. Verbraucher und Wirtschaft wollen zum Beispiel wissen, welche Stoffe in Spielzeug nachweisbar sind. Der Schadstoffgehalt ist hier eine wichtige Kenngröße. Damit die Messergebnisse überprüfbar sind, entwickeln wir ein Referenzmaterial, dessen genauer Gehalt an verschiedenen Schadstoffen bekannt ist. Zur Herstellung eines Referenzmaterials wurden zum Beispiel handelsübliche Spielzeugbälle verwendet. Sie werden zerlegt, gesiebt und gemischt und damit zum Referenzmaterial konfektioniert. Dabei wird sichergestellt, dass die Gehalte der Schadstoffe in jeder Flasche homogen verteilt sind und für einen festgelegten Zeitraum stabil bleiben. Die genaue Bestimmung des Schadstoffgehalts erfolgt durch die Vergleichsmessungen von mindestens zwei Laboratorien. Im Anschluss an die Messkampagne werden alle Messergebnisse von der BAM statistisch ausgewertet. Bei einem zertifizierten Referenzmaterial gewährleisten wir zudem die metrologische Rückführung auf das internationale Einheitensystem. Im Zertifizierungskomitee überprüfen BAM-Expertinnen und Experten die erstellten Dokumente und geben das Referenzmaterial frei. Dann kann der weltweite Verkauf im BAM-Webshop beginnen. Auf diese Weise leistet die BAM einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in Technik und Chemie.